Leute. Da sind wir wieder beim nächsten Spiel. Ich habe den Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Christoph mit Snickshow gegen Alexander mit Uroluren. 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 Huroluren. Ja, genau. Huroluren. Ja, Aluren mit Uro und ich glaube einem von den Zombies. Von den Zombies aus den neuen. Mit, hier Adventure and Tunedon. Genau. Und dann trotzdem noch so die alte Shell mit Cartro, diesem Hund, diesem Partnerhund und so weiter und so fort. Partnerhund? Ja, den spielen die mittlerweile über der Strix. Über die alte Strix, die immer zwei Schaden geschossen hat und dir zwei Leben gegeben hat. Ach ja, ja, ja. Den spielen die mittlerweile damit. Ich weiß nicht genau warum. Gibt es bestimmt eine gute Erklärung. Der zieht ihm ein Leben ab. Ah. Und gibt dir Leben. Wow. Ich glaube zwei. Und er ist halt selber schwarz, er braucht keine andere schwarze Karte. Da ist schon mal der Zombie. Kopf ab. Ja. Boah, man könnte jetzt natürlich, wenn man eine Aluren findet, halt voll dafür gehen, da der Gegner ein Show und Tell spielt. Genau, also wenn der Gegner Show und Tell spielt, ist das halt dann rum. Ich weiß nicht, ob hier bekannt ist, was Aluren macht oder ob man, dass man gegen Aluren spielt. Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob er in den vorherigen Runden mal. Könnte gut sein. Das kann sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf der anderen Seite, so vom Matchup her, ist das, glaube ich, so ein Matchup, das Aluren Tag ein, Tag aus möchte, glaube ich. Glaube auch. Es sind beides Combo-Decks, aber der Combo-Plan von Sneak and Show lässt dich im besten Fall gewinnen. Ja. Oh, da ist noch ein Hybrid-Champ. Ja, und du musst ja bedenken... Hübsches Panda. Ja. Hübsches Panda. Du musst ja bedenken, dass Sneak and Show nichts hat, was es in der Luren reinschmeißen kann, außer einen Affen. Ja, und der möchte nicht reinschmeißen. Und gerade weil es halt keine Wish-Combo hat. Auf einer Wish-Combo könntest du vielleicht noch versuchen, was oben drüber zu stacken, aber so. Boah, ja, das wäre auch schwierig. Ja. Ja, hier sehen wir mal die wunderschöne Insel im Einsatz. Das Ding sieht aus wie eine Ebene. Ja, ist aber eine Godzilla-Insel. Wow. Gegen eine Snow-Covered Island. Aus Kaltheim. Aus Kaltheim. Mit das dem Wiking. Sagt, da könnte vielleicht sogar ein 8-Strix drin sein. Stimmt. Macht ja auch eigentlich nur Sinn. Oh, die Ponder sind schon schön. Ja. ich habe meine Full Art. Ja. Da bleibe ich bei. Ja. Da haben wir Vista. Go. Vista. Wieso hat man die. Da ist auf jeden Fall ein Chaunter. Wieso hat man die Belfort nicht genommen? Ich bin mir nicht sicher, ob man hier jetzt irgendwie Counter offen haben wollte. Man hat ja am Ponder gesehen, was oben drauf ist. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen... Wie gesagt, vielleicht wollte man Hardcast Days machen? Hätte man Hardcast Days übrig lassen, die... Aluren war gar nicht auf der Hand. Ne? Aluren war nicht auf der Hand. Und ich glaube, das war genau der Punkt. Wäre Aluren auf der Hand gewesen, hätte man einfach gesagt, okay, dann mach doch schon Hotel. Ja. Dann geht doch so netto. Aber so schwieriger... Dann zieht man mal eine Karte. Ja. Dun, dun. Das ist ein Bayou. Aber das ist auch ein Aluren. Und ein Liste. Da waren Aluren auf der Hand. Double Days plus Aluren. Uff. Ja, okay, man hat halt kein Payout, ne? Nee, auf der anderen Seite Double Days ist halt... Gegen Sneak and Show schon ja. Gut. Ja, ich mache mir da gerade so ein bisschen Sorgen. Weil wenn da jetzt wirklich so Showmontel mit Days Force, Emmy, Go, ist halt rum. Dann ist es rum, ja, das stimmt. Ja, wobei der Emmy stirbt an der Barefoot Strix, wenn man genug Permanente reinbekommt. Aber nimmt mit Days ja genug Permanente auf der Hand. Ja, das wird aber jetzt gerade echt schwierig, da ja, sechs Permanente hinzulegen. Das ist übrigens der Godzilla Mountain. Ja, der sieht auch wenigstens aus wie ein Mountain. Ja. Yes. War der dann nur? Es ist sehr gelb, pissgelb, aber sehr hübsch. Das war das nicht mal bei den Godzilla-Filmen irgendwie so, dass die See da gelb wurde? Da fragst du den Falschen. So Urin. Das könnten bestimmt vielleicht Leute in die Kommentare schreiben. Also ich meine jetzt nicht die neuen Godzilla-Filme, sondern die alten, wo die noch in Kostümen... Ja, da habe ich genauso wenig Ahnung von. Ich habe mir die irgendwann mal betrunken gegeben. Ja, vielleicht weißt du deshalb nicht mehr. Egal, wir haben ein Fetch... Könnte durchaus sein. Ein Fetch auf... ohne dass man irgendwas machen kann. Auf eine Drop. Boah, warum? Warum fetcht man hier? Ich habe keine Ahnung. Hat man noch ein Cantrip auf der Hand? Nur eine Menge Days. Eine Menge Days. Aber man fetcht um für die zweite Days. Ist das hässlich?
Das ist unterschrieben. Alter, da steht ja riesig fett Days drauf. Ja. Das steht auch oben links in der Karte. Ja. Ist das vielleicht für alte Menschen? Wow. Ja, da wird's aber gelaced. Ja, ein Days hat gereicht, ne? Ja. Heißt, man hat noch ein Days auf der Hand, das Brainstorm. Jetzt ist ein Brainstorm dabei. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal wirklich. Die Hand wirkt immer besser. Mhm. Jetzt kann man halt mal vor allen hauen, ne? Da kommt ja eine Nachricht. Schwingen für eins. Da kommt wahrscheinlich wieder die Insel. Ja. Hat man jetzt. Ach, das ist noch ein Days, ja. Der hat noch ein Days und noch ein Brainstorm auf der Hand. Na, Luren und. Ja. Zwei Länder. Oh, Sneak Attack. Schnick, dieser Attack. Schnickt der jetzt eine Attack rein? Ich glaube nicht. Nee, aber das ist noch ein Showntail. Man könnte natürlich jetzt Showntail spielen, wenn Showntail resolved, aber Sneak Attack reinlegen. Hätte noch ein rotes Mal übrig und gib ihm. Ja, und dann könnte man mal legste quer, siehste mehr spielen. Mhm. Ist natürlich die Frage, was das offen ist. Ja, okay, jetzt bist du halt Daysproof, ne? Wenn du jetzt Showntail spielst. Yes. Wenn du Pech hast, macht er jetzt einen Brainstorm und tötet dich einfach. Ja. Das Problem ist halt, wenn er jetzt einen Brainstorm nicht findet, ist er wahrscheinlich auch tot, weil er kann es nicht mehr countern. Er hat nur Days zum Countern und hat zwar das Alluren, aber sonst nichts mehr außer einen Highbreacher. Ja, und der bringt tatsächlich nur was, wenn du einen Grusel da dir reinschmeißt. Genau. Und selbst dann fliegst du ihm einfach die ganze Zeit ins Gesicht. Ja, eins, also. Zwei, ein, drei. Nein. Abrupt Decay, Assassin's Trophy sind nicht unbedingt die Karten, die du jetzt brauchst. Nee. Die Trophy könnte noch regeln, wenn es ein Grusel-Daddy ist. Mhm. Grusel-Daddy-Go oder auch Omniscience-Go. Ja. Alleine wegen dem, man kann eine Reaktion darauf das Ding vernichten. Ja, aber ansonsten wird es jetzt echt schwierig. Yes. Hm. Aber das ist genau der Punkt, was halt auch passieren kann. Alluren kann eben auch mal einfach nichts in Showntail legen. Ja, du brauchst halt, es ist halt wie Alluren, ist ja wie Showntail oder Sneaked Show in dem Fall eine AB-Kombo. Genau, es sind zwei Karten-Kombo, auch wenn es aussieht, als würde er mit 35 Karten mindestens pro Runde spielen. Du hast halt die mittlerweile eine große Varianz an Combo-Pieces zu Alluren. Mhm, genau. Da jetzt halt gar keins auf der Hand zu haben, ist ein bisschen unglücklich. Ja, ist auch nicht so häufig. Man könnte jetzt natürlich versuchen, einfach Days zu slammen. Ja. Einfach nur, damit Sneak Attack nicht reinkommt. Ja, okay. Aber den Read auf Sneak Attack weiß ich nicht, ob der hat. Naja, weiß ich auch nicht. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass du Sneak Attack reinschmeißt, dann kannst du Day Slam, also Hardcasten. Und nächste Runde die Trophy. Du hast ja immer noch die Trophy, ja. Außer der Sneak-Show-Spieler hat dann noch einen Affen auf der Hand. Aber dann müsste der noch einen Affen auf der Hand haben plus ein Monster. Ja, es wird halt langsam echt wenig. Nee, wird zwei Mana hart. Ich hätte wahrscheinlich die Insel so auf die Hand genommen. Wieso haben die Emperor-Cool nicht zum Godzilla gemacht? Zu offensichtlich. Schade. Lolli wird zurückgedazed. What? Hier wird nicht einfach nur ein Mana bezahlt. So mal hier nicht. Das heißt, man will wirklich Sneak Attack machen. Yo, man geht wirklich in die Sneak Attack. Uff. Aktivier Sneak Attack? Ja, das Showtel liegt bitte im Friedhof. Ja. Jetzt wird ganz kurz wahrscheinlich Alluren kurz erklärt. Alluren ist halt schon ein bisschen creepy. Aber wenn jetzt zum Beispiel so Emmy Beatdown, das ist halt schon, ja, geil. Halt, ja, dann wird jetzt erstmal alles weggesackt und dann gibt's aufs Fressbrett, ne? Ja. Der Emmy wird ja nachher noch geopfert. Ja, ich hätte es hier weitergespielt. Ich hätte es auch weitergespielt. Ich hätte nicht surrendert. Habe schon oft genug aus solchen Situationen gewonnen, wo die Gegner einfach über Monate hinweg nichts gefunden haben. Ich habe jetzt neulich sogar gegen Christoph gewonnen, der hatte mich mit dem Emmy gehauen. Du meinst, du hast ihn mit seinem Emmy gehauen? Ja, das ist auch schon passiert. Live on Kamera. Aber da war auch... Sneaker Show kann super Blood Moon worden. Oh ja, Blood Moon ist richtig gut. Uluren kann auf jeden Fall Burt Case rausnehmen, hat wahrscheinlich so ein bisschen was die Veil of Summer noch drin. Veil, so irgendwelchen Enchantment Removal. Oh ja, bestimmt. Creature, grüne Kreaturen, die Enchantments removen. Ich denke schon, da ist immer ein Blood Moon, dann zwei Blood Moons. Ja. Sind aber sehr seltsame Blood Moons. Ja, sind keine schönen. Nee. Sind keine Full Art. Ja, vor allem sind die nicht voll. Ja, und vor allem nicht ägyptisch. Stimmt, die gibt's ja in Güffig. Ja. Oh. Eigentlich schon. Christoph, das ist ein harter Punt. Ja. Das ist halt, wenn man noch drei weitere TCGs nebenbei anfängt.
Upsi. Dann hat man kein Geld mehr, um ein Deck zu pimpen. Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man dazu ganz dezent pimpt wie ihr. Ja, minimal. So. Auf der anderen Seite sind zwei Kotals, ein Daze und ja, nur Quatsch. Also 8 Strix tatsächlich. Yes, also es spielt alle Strixes der Welt. Ja, okay, du, das macht ja auch keinen Sinn, die nicht zu spielen. Du kannst die in Alluren reinknallen, du ziehst bei beiden eine Karte. Ja, haben wir ein leeres Ding. Haben wir eine leere Karte, die man einfach nachzieht. Man cycelt ja praktisch. Ja, es ist eine leere Karte, die du nachzieht und die halt ein Blocker ist, ein Beater. Hm. Da ist ein Force, ein Uro, ein paar Länder. Uff. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Force. Warum? Weil ich bei der Matte an das Judge Reward Force gedacht habe, aber hier die Double Masters Full abgespielt wird. Die hat keine Matte bekommen. Ja, aber man hätte auch ein bisschen Geld ausgeben können. Oh, die sind schon gut teuer genug. Die anderen sind aber teurer und man hat eine Matte dafür. Ja, aber ich glaube, Alexander ist nicht im Ausfallen. Nö. Siehst du? Aber das ist ja dann sein Problem. Warum holt er sich dann die Matte? Nein, Spaß beiseite. Ich liebe das Artwork tatsächlich. Und ich muss sagen, ich finde es halt wirklich, wirklich schön. Aber das Double Masters hat auch was richtig Schönes. Die Matte ist halt schön. Aber das Double Masters Force hätten sie echt geil als Matte drucken können. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ah, ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Hm. Ich brauche mal eine gute Datei von dem Force. Ja, hier ist... Da passiert nicht viel. Steelvents und Fetchländer. Mehr Fetchländer. Es sieht aktuell nach Lands aus. Yes. Oder war ein Emmy, da ist ein Daze. Da wird gefetcht. Yes. Kommt ein Cantrip. Hat da der Sneak-and-Show-Spieler etwa zu wenig Länder? Ja, vermutlich. Das gerade die Sneak-and-Show und Länder sehen immer so verführend aus, wenn man keine Länder drauf hat. Och, generell, wenn du Brains on Ponder hast, sieht ein Wohnländer immer so geil aus. Mhm. Ganz viel tolles Zeug und deine Hand macht eigentlich nichts. Ja, aber du kannst ja mit den Cantrips was finden. Es ist genauso wie mein Delver blind flippt. Genauso funktioniert das. Habe ich noch nie bei dir gesehen. Bingo. und kein Land. Da, doch, das letzte war ein Land. Sogar ein Fetchland. Da heißt, man kann sogar Schund wegwischen. Aber ich glaube, da waren zwei. Waren das zwei Schontel? Ja, Schontel, Schontel und ein Land. Wow. Und lebt man einfach knaller zwei Schontels zurück. Ja, es war nur ein Schontel. Oh, okay. Ja, okay, man hat den Emmy, man hat einen Schontel. Stimmt, das ist der Misty Rainforest. Oh. Boah, ey, ich kann die im Verrecken nicht auseinanderhalten. Vor allen Dingen jetzt so auf Kamera. Ja. Da werden. Double Fetch, da kommt der Kodel. Kodel. Da kommt ein kleiner Geier. Oh, der bleibt nur auf der Hand. Juicy. Eieiei. Duels, Juicy. Ach, das sind. Ah! Das sind beide. Das eine ist ein Basic, das andere ist ein Duel. Selber nochmal umwünschen? Ja, muss ja ein Basic muss ja bei sein. Ja. Aber das ist schon ziemlich gut. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt noch nicht, wie Sneak and Show-Spieler da jetzt rauskommen sollte, wenn der Urolon-Spieler ein bisschen was hat. Nee, der hat jetzt 3 Mana gleich die Runde, der macht halt aktuell noch nichts. Nee. Die haben keine Mana-Dogs mehr, ne? Nee. Soweit ich weiß, haben die keine Mana-Dogs mehr. Weil früher hatten die ja immer mal Bird und... Ja genau, halt den Kram, aber sie haben halt jetzt Uro. Ganz früher Uro ist halt einfach ganz besser. Ganz früher hatten die Deathroid. Ja, ganz früher hatten die Deathroid. Das ist ganz, ganz lang her. Das darfst du nicht erwähnen gegenüber einem Alurenspieler. Ich sag... Dann weinen die nur. Ach. Wir haben genug Spielzeug bekommen. Zum Beispiel Kotals oder Uro, den Uro. Ja, das ist jetzt natürlich ein schönes Ding. Ja... Jetzt ist die Frage, willst du den Dazen? Der hat jetzt schon 2 Basics da liegen. Das heißt, der Blood Moon ist eh keine Option mehr. Ja, ich denke, den willst du Dazen. Glaube ich auch. Wenn du die Chance hast, der hat doch ein... Irgendwo habe ich ein Gefühl... Ja. Ganz hinten, das vorletzte Karte. Da wird gefetcht. Ah ja, der muss auf eine Insel fetchen. Nee, hat doch Volcanic. Ja, aber wenn er den Blood Moon spielen will, muss er auf eine Insel fetchen. Oh, yes. Aber das dauert ja noch ewig. Ja, ist halt die Frage, was jetzt... Gut, wir können jetzt mit Daze das Ding auf die Hand nehmen, Engine Doom finden, Blood Moon spielen. Jo, und dann hat er erstmal Ruhe, weil dann hat vor er... Vor allem hat er erstmal Ruhe vor Ugo. Oh ja, der ist dann erstmal ganz lang im Friedhof. Weil 2 blaue und 2 grüne aufzuwenden ist wirklich, wirklich viel. Da kommt ein Brainstorm. Da kommt ein Daze. Sehr aggressiv gedazed dieses Mal. Komplett, oder? Ja, da wird der Uro, glaube ich, gedazed.
Oder wird das Daze gedazed? Nee, der Uro wird gedazed. Der Uro wird gedazed. Boah. Yes. Das war jetzt... Da geht der auf... Ein sehr interessanter Counter-War. Wirklich interessanter Counter-War. Ja, jetzt können wir Blackmoon smashen. Smash den Moon. Und der hat sogar noch einen Affen auf der Hand. Teil. Der hat einen Affen auf der Hand. Ja, okay. Hat man keinen Aluren mehr auf der Hand? Nee, das ist ein Veil. Ey, das macht jetzt gar nichts. Veil und Force, das ist natürlich... Du wirst auf 10. Ungeil. Muss man hier 7 ziehen? Ey, okay, der scheiß Fliegevieh tötet deinen Grizzlebrand. Noch nicht. Oh, erst ab 3 anderen Snow Permanents. Stimmt. Was das Ganze sehr, sehr, sehr interessant macht. Das ist jetzt geil. Da war die Intuition. Oh ja, ist auch eine schöne Karte. Hat er als Judge Reward vorher, ist teuer. Ja, dem ganzen Deck ist alles teuer. Ja, ja. Außer ja. Die Affen. Ja, die gibt es noch nicht in Japanisch oder Italienisch oder Arabisch. Oder Russisch Foil 8. Edition. Russisch Foil 8. Edition gibt es hier auch nicht, nein. Genau, jetzt wird hier einfach nur geguckt, was wird man discarden, weil man hat schon Land gespielt. Ja. Und dementsprechend ist es... Da hätte man halt auch einfach ja okay den konservativen Plan mit dem Blood Moon gehen können. Nee. Ja, reinhalten ist halt geil, ne? Richtig. Wenn man konservativ spielt, spielt man mit Wish. Oh, ist halt auch eine Nummer, ne? Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich jetzt hier sehe, dass jetzt Blood Moon behalten wird, ja, hätte mich nämlich sehr gewundert. Ja, man ist halt sehr overhead. Ja, und vor allem sind einfach die zu viele Basics. Ja. Das war. Veil Force Duel. Aber für Ding fehlt noch Karten. Ja, jetzt ist halt die Frage, wenn du mit dem Krizzle da die jetzt einfach reinrennst. Ach, stimmt. Die Kodel hat ja noch keinen. Ha! Ja, man muss aber vorsichtig sein, weil. Wenn der eine zweite Kodel hat. Wenn er eine zweite Kodel hat, können das halt ganz schnell dazu führen, dass man einfach stirbt. Ja. Und der Grizzle, der die einfach nichts mehr macht. Stimmt, dann macht er. Ja, wissen wir, der geht in den Friedhof, ne? Yes. Blattmoor. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das ist ein Blattmoor. Ja. Das ist und jetzt auch. Ja, ja. Hier wird einfach conceded. Weil danach kommt der Uro wieder und dann ist das Spiel auch ziemlich schnell rum. Da hat man. Affe. Und Defense Grid? Defense Grid und dann gib ihm. Ja. Gut. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.